So, Freunde, aus welchen Gründen, dass ich als leider Gottes erst zu Hause festgestellt habe, muss ich teilweise meine Videos nachvertonen, wie man auch sieht. Wir sind jetzt hier auf dem Denkmalplatz von Petten, wo wir ihn auch dann gleich sehen werden. Wir gehen das Ganze mal ein bisschen ab. Und ja, wie gesagt, entschuldige, dass ich das nachvertonen muss. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Aber es lässt sich leider Gottes nicht ändern. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich würde sagen, wir beginnen die Runde und ich erkläre euch ein klein bisschen was über diesen Ort. Und dann schauen wir mal weiter, wie es aussieht. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann beginnen wir den Weg hier hoch zu gehen. Rechte Seite seht ihr gleich die Statue von General Patton. Und im Vordergrund seht ihr schon leicht das Denkmal. Rechte Seite den German Panzer, den M4A1. Und der Bad ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und eingeweiht wurde er am 16. Mai 1954. Und in den 50er Jahren wurde er an der Sauerbrücke errichtet. Wie man unschwer sieht, kommen wir jetzt zu dem General. Mit erhobenem Hauptes steht er da. Muss schon sagen, ist eine stolze Figur, also als Persönlichkeit, wenn man so will. Er hat zwar viel Bockmist gemacht in seinen Feldzügen, aber auch Gutes. Ja. Dann hat man hier halt auf diesem Platz verschiedene Steine mit Metallplatten, wo halt irgendwelche Einschriften drauf sind. Die kann man sich dann halt selber übersetzen. Wer Englisch kann, ist in Ordnung, ich kann es nicht. Der kann sich das dann selbst übersetzen. Wie man hier unschwer sieht, ich habe es extra etwas länger drauf stehen gelassen, dass man es halt auch richtig sehen kann. Ja, da kommt das nächste Denkmal gleich hier, beziehungsweise der Gedenkstein. Vor dem Grund rechts auch noch einer. Und wie gesagt, Leute, ihr könnt halt hingehen und anhalten, könnt es dann lesen, übersetzen für euch selbst. Mal lasst es übersetzen, wie auch immer. Das überlasse ich euch. Ihr könnt auch diesen Platz von dem Denkmal, von dem Museum aus hingehen zu Fuß. 1,5 Kilometer etwa, 10 Minuten, Viertelstunde, wenn man gut zu Fuß ist. Weil die Parkplatzmöglichkeiten ist hier oben echt miserabel. Dann bleibt man besser an dem Museum stehen, lasst auch noch stehen, geht zu Fuß da hoch und geht danach wieder zurück. Das sind, wie gesagt, 10 Minuten, Viertelstunde. Für das bisschen ist das eigentlich gar kein Thema, das zu machen. Wieder mit dem Auto hingefahren, haben wir halt wohl eines Besseres belehrt. Das ist halt unheimlich schlecht, bei hier zu parken. Hier die Befreiung von Luxemburg ist hier auf dieser Tafel dargestellt. Da kann man sich durchlesen, ist auch auf Deutsch extra hier. Kann man entweder anhalten oder vielleicht reicht es auch so auszulesen. Ich würde es persönlich anhalten, dann kann man es besser lesen. Dann kann man sich halt die Befreiung, die Geschichte dazu ansehen. Na, hier sieht man halt diese Ardennenoffensive. Und dann guck mal auf die Vorderseite von dieser Tafel. Da ist dann die Beschreibung von dem German Panzer drauf. Die Bewaffnung und ja, was es für ein Panzer ist, wo er eingesetzt wurde. Kann man halt dann hier auf dieser Tafel, kann man das dann halt lesen. Video geht gleich noch ein Stück zurück. Dann kann man es halt besser erkennen. Und auch hier würde ich euch vorschlagen, entweder geht ihr hin und könnt es vielleicht direkt so durchlesen. Oder halt mal halt das Video einfach an und lest das Ganze halt einfach durch. Ist ziemlich interessant. Auch die ganzen Visionen, die hier vor Ort waren. Kann man sich dann halt hier erlesen.
Lenkstein und dann kommt man hier schon so langsam, ganz langsam zum Panzer. Hier sieht man schon die Kennzeichen von dem Panzer, USA 30, 32, 139, keine Ahnung. Hier die mächtige Kette, die mächtigen Rollen. Schon Wahnsinn. Schon faszinierend sowas, wenn man sowas mal von nahen sieht. Hier das Geschütz, noch der Geschützturm. Hier gehen wir auf die Vorderseite. Auch wieder Bezeichnung. Vielleicht kann der eine oder andere was mit dieser Bezeichnung anfangen. Ich kann es leider Gottes nicht. Müsste ich recherchieren eventuell. Aber das könnt ihr selber machen, habt damit was zu tun. Oder vielleicht weiß der eine oder andere schon was darüber. Gehen wir die andere Seite, dann sieht man jetzt gleich schon ein bisschen aus der etwas weiteren Distanz, in voller Pracht. Und der Original von diesem Panzer, der steht halt in West Point Military Academy in den USA. Wieder die Bezeichnung. Dann kommen wir hier zur Einstiegsluke. Das hintere Teil. Und dann gehen wir mal langsam Richtung hier zu dem Denkmal. Oben auf dem Denkmal seht ihr den Maiskopfadler, das Wahrzeichen von der USA. Dann haben wir hier so einen kleinen Belvedere, so einen kleinen Überblick runter zur Sauer, zu dieser Brücke. Hier im Vordergrund habt ihr eine Tafel. Die könnt ihr euch auch gerne selber durchlesen. Und neben dran halt die Karte halt von dieser Ardennenoffensive. George Smith Patton Jr. General. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht. Ich hätte etwas höher gebraucht, hätte man können die Karte komplett abfilmen. So muss ich es halt so peu à peu runterfilmen. Ist halt nicht anders machbar. Leider Gottes. Ein Glück hier rüber, über das kleine Ländchen hier. Und dann sieht man jetzt gleich hier die amerikanische Flagge. Und hier sieht man das Kriegsschwert, das soll symbolisieren halt den Waffenstillstand und Frieden, soll es halt symbolisieren. Und dann die Inschrift von Patton. Auf der Rückseite ist auch noch was eingraviert. Könnt ihr euch dann auch selber wieder übersetzen. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Gehe ich davon aus. Ja, hier auch wieder am besten anheilen und dann halt sich das nach und nach übersetzen. Wer es möchte. Na, schön in Goldschrift eingefasst. Hier etwas größer, mit dem Weißkopfadler als Kriegerdenkmal. Da hat man hier eine kleine Bank, wo man sich ausruhen kann oder halt einfach mal sich das Ganze von Weitem anzugucken, Gedanken schweifen lassen. Dann hat man hier so Infotafeln mit verschiedenen Fotos,
aus Kriegszeiten und aber auch neuzeitlichen Fotos. Wenn wir hier draufstehen, was mit dem Patton war, auch hier, wie man unschwer sieht, wann er gestorben ist, ja, kann man halt hier drüber nachlesen. Hier auch wieder am besten anhalten, ist halt einfacher. Kann man sich das Ganze durchlesen. Patton war ja auch bekannt oder ist bekannt eigentlich, dass er am 11. April wurde ja das Konzentrationslager Buchenwald befreit von den Amerikanern. Und als Patton in dieses Lager kam, war er erschüttert über diese Szenarien, dass er da gesehen hat, was für menschenunwürdige Sachen da gemacht worden sind mit diesen Leuten. Und hat dann die Militärpolizei befohlen, dass sie 1000 Weimarer Bürger in das Lager kommen müssen, auffordern, dass sie halt hochkommen müssen und sich das Ganze, die Gräueltaten der Nazis halt bloß angucken. Wo man dann danach festgestellt hat, dass die Alter ganz weit überrascht waren, dass das so schlimm wirklich war und. Das war halt Patton. Hier auf der Tafel halt, wie geht's ja, das kann man nachlesen, was Geschichte hier, das Museum von Patton, Dokumentation, das Leben von ihm. Würde ich sagen, soweit sind wir durch, dann fahren wir zum Nationalmuseum und sehen uns dann dort oben. Da geht's mit der nächsten Tour weiter. So, wenn das euch bis jetzt hierhin gefallen hat, dann lasst ein Abo da, Kommentare unten in die Funktionsleiste rein. Ja, und dann sehen wir uns dann in dem nächsten Video wieder. Hoffe ich doch mal. Bis dann.